Nächster Handelstag und auch heute hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir sehen es schon anhand des Vorschaubildes. Es geht heute in den Bereich der Währungen und zwar schauen wir auf den Yen, aber das wollen wir nicht tun, bevor wir nicht auch die rechtlichen Hinweise beachtet haben, die natürlich auch heute gelten. Wir sehen hier den COT-Report, den aktuellen COT-Report beziehungsweise die aktuellen COT-Daten inklusive der Historie der letzten 4 Jahre beziehungsweise sogar fast 5 Jahre, wenn wir jetzt das aktuelle Jahr mal als volles Jahr dazu rechnen und sehen, dass die Dealer Intermediary, das sind also sozusagen im neuen Report die kommerziellen Marktteilnehmer, dass die eine in Anführungszeichen bullische Positionierung eingenommen haben, wenn das in der Vergangenheit der Fall war, zum Beispiel hier Anfang 2020 hat der Markt einen Boden gefunden, also der Yen hat einen Boden gefunden, hat dann gegen den Dollar aufgewertet. Im Jahr 2019 ähnlich, da war das Niveau aber nicht ganz so hoch wie jetzt, sondern da war es sogar noch ein bisschen niedriger. Auch da von diesem Niveau aus gab es eine Rallye. 2018 genau das gleiche. Ungefähr das Niveau, was wir jetzt auch haben bei der Nettoposition. Der Markt fand einen Boden und schoss nach oben. Und im Jahr 2017, also in nahezu jedem Jahr oder in jedem Jahr haben wir eine solche Situation gehabt. Wir sehen sogar noch 2016, Ende 2016 können wir hier sogar sehen, da war es auch so. 2017 war das hier der Kaufzeitpunkt. Das Einzige, was wir hier jetzt an der Stelle noch nicht sagen können, ist, ob das jetzt das perfekte Timing sein wird. Man sollte davon ausgehen, dass man es möglicherweise nicht perfekt timet, aber Yen auf jeden Fall zunehmend interessanter. Die Fonds sind hier sehr bearish positioniert und wann immer sie sehr bearish positioniert sind, wir sehen das hier anhand dieser grünen Linie, dann ist Potenzial für einen Schwung nach oben und davon ist auszugehen. Wir müssen dabei ein bisschen beachten, was die US-Bond-Märkte machen, denn Japan ist der größte Halter von US-Staatsanleihen, mit Abstand der größte Halter. Insofern, wenn jetzt die Anleihenkurse in den USA anziehen, dann ist das günstig für einen steigenden Yen. Und wenn sie noch schwach bleiben, dann kann das die Yen-Erholung noch ein bisschen dämpfen. Aber grundsätzlich der Yen auf der Long-Seite sehr, sehr attraktiv aus strategischer Sicht und deshalb handle ich folgendes Produkt, einen US-Dollar-Yen-Short. So. Jetzt haben wir es richtig. US-Dollar-Yen-Short, weil ich auf eine Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar setze. Oder umgedreht, auf eine Schwäche des Dollar gegenüber dem Yen. Hebel liegt bei ungefähr 34, die WKN lautet VX3L4Z, VX3L4Z, Einstieg, Market, Stop-Loss 1 Euro, Ziel 5 Euro und damit sind wir auch schon für den heutigen Tag durch. Ich wünsche allen einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.